Heute geht es um die dramatische Wende, dieses dramatische Ereignis, was alles ändern wird. Und zwar habe ich für Deutschland, Österreich, die Schweiz und USA hellsichtige Bilder und Visionen bekommen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, also es geht heute um Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ich habe dazu bestimmte hellsichtige Bilder bekommen, die ich gerne jetzt mit euch besprechen werde. Vorher möchte ich noch mal allgemein sagen, die Gegenseite ist ja dabei, alle möglichen Dinge zu inszenieren. Das hat mit der C-Zeit angefangen, dann mit K1 und mit K2 jetzt schon, ja. Und dieser K2, der soll ja dazu führen, dass ein großer Weltkrieg daraus entsteht. Das wünschen die sich so sehr. Aber es wird wahrscheinlich nicht gelingen. Ja, es wird nicht gelingen. Und das ist eben der Punkt. Die Gegenseite pfeift aus dem letzten Loch, kann man sagen. Bisschen lustig, ja. Aber es ist so. Es sind schon sehr viele Menschen aufgewacht und sie werden immer weniger Menschen erreichen, mit ihrer Angstmacherei. Denn es ist doch so offensichtlich, dass wirklich, wenn man das nicht sieht, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Auf jeden Fall gab es dazu hellsichtige Bilder, die schauen wir uns gleich an. Es ist ja alles in einem Entwicklungsprozess und natürlich plant die Gegenseite weiter. Sie haben auch was vor, aber es gibt noch ein anderes Ereignis, was auch kommen wird und dem entgegenwirken wird. Und das werde ich euch jetzt erklären. Und dazu habe ich jetzt hier mal ein Bild, was wir uns anschauen. Und zwar seht ihr da die Landkarte. Ihr seht, das Blaue ist Deutschland und Deutschland ist mit so einem Strich. Da geht so ein Querstrich drüber. Und dieser Querstrich, der bedeutet, dass die östliche Seite von Deutschland, dort sind die Neinsager und die westliche Seite, dort sind die Ja-Sager. Das bedeutet, wenn man das jetzt erklärt, dass die meisten aufgewachten Menschen in der östlichen Seite sind und in der westlichen Seite, dass da noch ein paar mehr Menschen sind, die nicht aufgewacht sind. Das sind nämlich dann diejenigen, die meistens Ja sagen. Und das ist einfach so ein Bild. Dann guckt ihr mal den Pfeil an, der geht so nach Osten drüber. Und dieser Pfeil ist eine energetische Brücke. Und zwar ist diese energetische Brücke eine Hilfe. Das ist eine Hilfe, die möglicherweise aus Russland kommt, also aus dem Osten, aus einem östlichen Gebiet kommt diese energetische Hilfe. Wie die genau aussieht, wissen wir noch nicht, aber es ist da etwas zu fühlen. Und der Ursprung jetzt, der Pfeil beginnt in Deutschland in der Gegend von Hannover ungefähr. So, das ist das eine Bild. Dann kommen wir mal zu Österreich. Österreich habe ich gesehen. Ich mache mal hier die Karte erst wieder weg, weil die brauchen wir nicht mehr. Österreich habe ich gesehen im hellsichtigen Bild mit einer schwarzen Linie außen herum, die für Schutz steht. Also Österreich hat so einen energetischen Schutz, der gegen negative Energien, also die Österreicher, sehr gut abschirmt. Und die Schweiz hat auch so einen Schutz, aber der ist nicht ganz so dicht wie in Österreich. Und insgesamt die drei Länder, Österreich, Schweiz und Deutschland, diese drei Länder haben sehr viele Lichtsäulen. Und diese Lichtsäulen sind miteinander verbunden und ergeben so eine energetische Schutzkugel. Die ist da so um diese drei Länder. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Lichtsäulen verbinden sich energetisch und daraus ergibt sich so wie so ein Regenschirm, der da oben drüber über unsere Länder ist und praktisch dann uns schützt. Also wir kommen, egal was passiert, relativ gut durch diese ganze Zeit hindurch. Jetzt ist die Gegenseite dabei, Dinge zu planen, die ja nicht schön sind. Also die planen ja nur wirklich unschöne Dinge und da gibt es ein Ereignis, was in Mitte Dezember irgendwie geschehen könnte, etwas Negatives. Aber dem entgegen wirkt jetzt dieser Pfeil, den ihr gesehen habt, mit dieser positiven Lichtenergie. Also wir haben jetzt zwei
Dinge, die Mitte Dezember aufeinander prallen. Und je nachdem, wie es ausgeht, wird der eine oder der andere praktisch gewinnen, wenn man das jetzt so sagen kann. Also letztendlich von meinem Gefühl her, von meinen hellsichtigen Bildern her, wird diese Pfeilenergie das Vorhaben der negativen Seite verhindern. Und ich denke, das ist um die Zeit um Weihnachten herum. Ja, und jetzt kommen wir mal zu Amerika. Amerika habe ich auch Bilder erhalten, und zwar von der Ostküste. Und zwar sind da vom Landesinneren Pfeile auf die Ostküste mir gezeigt worden. Und diese Pfeile sagen, dass also da an der Ostküste, entweder an der Küste oder im Meer, etwas geschieht. Also Mutter Erde ist nicht einverstanden mit den Dingen, die hier geschehen in Amerika, und äußert sich ja dann in Reaktionen, entweder mit Wasser oder mit Erdbeben oder mit Verschiebung von Platten oder sonstiges. Also sie ist da, da ist etwas am Brodeln, was da geschehen könnte, auch in, sag ich mal, nicht zu allzu langer Zeit. Zeitangaben sind immer schwierig, ihr wisst es, aber das ist etwas, was da auch in Bewegung kommt mit diesen ganzen Szenarien, die hier also mit dem Nahostkonflikt zum Beispiel hervorgerufen werden. Und das sind jetzt zwei gewaltige Dinge, die hier gezeigt wurden. Und wir als Lichtarbeiter, wir haben immer die Möglichkeit, mit unseren Gedanken Kriege zu verhindern, mit unseren Gedanken Liebe und Licht zu verbreiten. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind hier, um eben wirklich das Ganze in eine gute Richtung zu bringen und die fünfte Dimension immer greifbarer zu machen. Und viele von uns sind ja schon in der fünften Dimension drin, nicht ständig, aber immer wieder. Und das ist auch ein Prozess, der immer stärker wird. Und das Ganze, was ich euch jetzt erzählt habe, hängt ja auch mit den Zeitlinien zusammen. Und je nachdem, welche Zeitlinie gerade genährt wird, ist bestimmend für die Zukunft. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns immer wieder die Zeitlinie vornehmen, also Licht und Liebe, diese Zeitlinie mit der fünften Dimension. Und je mehr wir sie nähren, umso leichter wird es für alle Menschen auf der Erde sein. Und umso mehr Heilung wird für alle Menschen auf die Erde kommen. Und umso mehr Potenzial werden wir haben. Und das mit dem Potenzial ist ganz wichtig. Denn wenn du in deinem vollen Potenzial bist, dann kann dich das alles nicht tangieren. Dann hast du Mittel und Wege, wie du gut durch diese Zeit kommst. Und alle, die sich zu diesem Webinar angemeldet haben, wo es darum geht, in sein volles Potenzial zu kommen, die werden mit so viel Fähigkeiten und Werkzeugen von der geistigen Welt belohnt, dass sie da leichter durchkommen als andere Menschen. Das ist einfach so. Wenn du in deinem vollen Potenzial bist, weißt du genau, was du zu tun hast und wie du es machst. Und darum geht es, wirklich in seiner Kraft als Lichtarbeiter zu sein. Und ich werde auch noch immer mal auf Telegram davon berichten. Deswegen schau öfters mal rein, damit du da auch noch informiert bist. Natürlich werde ich auch noch immer wieder weitere Videos bringen zu meinen Visionen, die ich habe. Ich habe mich also entschlossen, öfters mal darüber mit euch zu sprechen, über die Visionen, denn sie machen nochmal so einen anderen Blickwinkel auf, den man bekommt über das energetische Geschehen. Weil es ist ja so, alles hat eine Resonanz. Und auch in unserem Member-Webinar geht es um Resonanz in dem neuen Webinar und auch um Resonanz, um in dein volles Potenzial zu kommen. Das ist einfach die Kraft, die wir haben, die wir in uns tragen. Und wir sollten mit unseren Kräften wirken, denn deswegen haben wir sie ja. Es ist ja nicht so, dass das alles brach liegen soll, sondern wir sollen sie auch benutzen. Das sagt die geistige Welt immer, immer wieder. Und ich weiß, dass sie recht haben, und ihr wisst das ja auch. Und wir werden jetzt auch gleich noch eine Botschaft dazu hören, zu dieser ganzen Situation und was die geistige Welt macht und wie sie uns unterstützt. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Ich werde dann auch am Schluss die Musik wieder länger laufen lassen, so dass ihr noch ein bisschen in der Energie einfach schweben könnt und die Energien empfangen, denn es fließt da jetzt
bei jedem Wort, was ich spreche, auch noch heilende Energie mit zu euch, also praktisch, wenn ich channele. Und das wirkt dann auch, wenn die Musik nur noch so ein bisschen spielt, könnt ihr weiter in dieser Energie bleiben. Das ist dann extra so eingestellt. Und von daher, ja, kann ich nur sagen, viel Freude jetzt gleich, wenn das Channeling kommt. Und wenn du immer wieder informiert sein möchtest, denn ich werde ja weiterhin Videos machen, dann solltest du auch meinen Kanal abonnieren, damit du auch alles mitbekommst und Bescheid weißt. Ja, und jetzt wünsche ich euch also ganz viel Freude dabei. Nehmt euch ein bisschen Zeit, erwartet nichts, sondern bleibt einfach in eurem Herzen und empfangt die Energien. Geliebte Herzensmenschen, hier spricht Erzengel Michael und ich komme zu euch zum Schutz und für die Kraft und für die Reinigung von hindernden Energien. Und so habe ich mitgebracht mein Schwert, mit welchem ich das lösen werde, was euch so schwer auf den Schultern liegt. Und ich möchte auch jedem Einzelnen sagen, dass du mich rufen kannst. Ich bin hier, um dich zu schützen. Und ich komme sofort. Und ich wache auch über dich, wenn du schläfst, wenn du mich darum bittest. Es ist meine große Liebe, die zu dir spricht, die du fühlst, wenn dich meine Worte erreichen. Und so bist du in diesem großen Wandel auf die Erde gekommen, um mit deinem Licht zu unterstützen. Und dies achten wir alle sehr. Wir achten dich, lieber Mensch, denn es ist deine große Leistung, in der aktuellen Zeit inkarniert zu sein. Doch du bist nicht allein, denn wir, die Engel, wir sind bei dir. Wir tragen dich von Tag zu Tag mit unserer Liebe durch deinen Lebensweg. Und wir geben dir Hoffnung und Kraft. Und wir wissen, dass du alles sehr gut machst. So gib deine Hoffnung nicht auf. Und sei geduldig, denn das, was geschieht, das geschieht, so wie es sein soll. Es ist Gottes Plan, der hier geschieht, und du bist ein wichtiger Teil von diesem Gottesplan. Und so vertraue auf die Kraft deiner Seele, denn die Kraft deiner Seele hat dich hierher geführt, und sie wird dich weiterführen. Und sie wird dich stützen und schützen. Und so werde ich nun mit meinem Schwert dein Zuhause von negativen Energien befreien. Denn ich habe gesehen, dass bei manchen von euch das Umfeld schwierig ist. Und so werde ich jetzt in diesem Umfeld das reinigen, was gereinigt werden darf. Und ich werde viele negative Gedanken in Licht transformieren, damit du es ein wenig leichter hast. Und dies geschieht nun ohne Worte und es geschieht für dich.
Und jetzt überreiche ich dir eine energetische Kugel, die du in deine Hände legen kannst. Diese energetische Kugel kannst du zur Reinigung benutzen. Und zwar hebst du deine Hände mit der Kugel und lässt sie über deinem Kopf los und sie wird ihre Energie durch deine ganze Aura und dein Energiefeld fließen lassen, das mitnehmen, was nicht zu dir gehört. Und du fühlst es jetzt schon, wie diese Reinigung dir hilft. Und jedes Mal, wenn du die Hände zusammenlegst und dir vorstellst, dass diese Kugel in deinen Händen liegt, werde ich an deiner Seite sein und diese Kugel mit transformierenden Energien unterstützen, sodass du sie nutzen kannst. Und so freue ich mich sehr, dass ich heute für dich wirken durfte. Und ich möchte dir noch einmal sagen, du bist so wundervoll und du bist genauso wie du bist, richtig und gut. Vertraue und halte durch, denn alles ist vorbereitet und du gehst zu etwas so Schönem, was du vorher noch nie erlebt hast. Und so sind wir bei dir, die Engel, und unterstützen und lieben dich. So verabschiede ich mich jetzt von dir mit dem Segen des Lichtes, dein Erzengel Michael.